haben damals vor Corona noch, Hajo und ich, überlegt, wie es mit dem Ebertbad weitergehen soll. Dass wir zusammen eine Gesellschaft gründen und dann über einen gewissen Zeitraum, einige Jahre, einen fließenden Übergang schaffen letztendlich. Und dann ist das im Laufe der Zeit so entstanden, dass wir wirklich einen harten Wechsel dann vollziehen. Zu einem Zeitpunkt, wo wir das Gefühl haben, dass wir eine gute Chance haben, dann auch durch Corona durchzukommen. Und das ist dann passiert letztes Jahr im Anfang November. Die Mitarbeiter hier im Ebertbad sind wirklich extrem wichtig und ich bin verdammt froh, dass wir es geschafft haben, als Team durch Corona zu kommen, weil wir für jeden Bereich, der hier ja besetzt werden muss, natürlich von Menschen, die wirklich was können, auch entsprechend gut besetzt ist und alle richtig Bock haben auf das Ebertbad. Ich glaube, dass die Menschen einfach sehr gerne zu uns kommen und es auch sehr schätzen, dass wir uns nicht auf einen speziellen Stil eingeschossen haben oder eine Kunstform hier überrepräsentiert ist, sondern dass wirklich die Kleinkunst in ihrer Gesamtheit bei uns stattfindet und sich jeder bei uns im Programm auch wiederfindet. Da muss man also keine Sorge haben, dass das Ebertbad jetzt plötzlich was ganz anderes wird.